Digga, der putzt nie seine Zähne. Das ist ja ey, Bro, scheiß auf Nico, der guckt sich gerade an, wie irgendwelche Leute Zahnreinigungen bekommen, die noch nie in ihrem Leben Zähne geputzt haben. Und darauf so kommt er um 1:30 Uhr nachts. Willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin hier gerade in dieser illustren Runde mit meinem Freund Nico und meinem Freund Ron. Und wir haben uns alle besoffen dazu entschlossen, diesen Podcast hier aufzunehmen. Wir sind nicht besoffen. Wer? Also, Männer, auf einen wunderschönen Podcast um 1:30 Uhr morgens. Freut mich wirklich, hier zu sitzen. Oh, Digga. Bro, du hast leer getrunken. Du siehst übel gesund aus, Digga. Danke, Bruder. Ey, wir fangen jetzt diesen Podcast an, oder? Oder hat schon gestartet? Ich glaube, es ging los. Ja. Also, ja, weil ich kann so nicht sitzen. Ich muss höher sitzen. Also, wegen Rücken? Nee, ja, wegen meiner Lendenwirbelsäule. Also ich muss hier... Sitzt du gut so? So ist bequem, ja. Okay, gut. Ja. Wo sind wir stehen geblieben? Wo waren wir? Ah, ich war bei Saschas Podcast. Was lachst du jetzt? Nee, nur wegen ins Kopf. Wie bist du finanziell frei geworden? Wenn ich ihn angucke, dann ist so hart, ich brauche eine Beschäftigung. Ich brauche noch ein Bier. Also, wirklich. Bro, ich habe gerade Gerd Postel Flashbacks. Okay, noch einmal von vorne bitte. Also Gerd, wie bist du finanziell frei geworden? Nico, ich war schon immer Privatier. Was dacht ihr denn? Nee, ich war wirklich schon immer Privatier, ja, seit ich geboren bin. Und auch immer, wenn ich irgendwie unterwegs bin oder ich bin im Club, wo Frauen mich fragen, wie machst du eigentlich dein Geld? Freunde fragen mich das. Oder auch ab und zu mal Leute im Stream oder bei YouTube in den Kommentaren. Und es ist einfach immer so, dass bei mir einmal im Monat klingelt es halt. Und da kommt manchmal ein Mann, manchmal auch eine Frau. Also je nachdem, wie es gerade, welcher Monat gerade ist. September ist meistens eine Frau, genauso wie November, Juni und August ist meistens eine Frau. Und die anderen Monate sind Männer. Und die bringen mir einen Koffer mit Geld vor die Tür, klingeln, geben mir den und sagen, Dankeschön für deine Anwesenheit. Und dann gehen die wieder. Und so bin ich Privatier geworden. Also ich war schon immer Privatier, aber das, als ich 2 war, hat das Ganze angefangen. Was für Fick? Was denn? Schau ihn doch an! Was? Was ist ein Privatier? Also ein Privatier ist ein Mensch, sind meistens nur Männer, die halt wirklich finanziell unabhängig sind. Die machen können und tun können, was auch immer sie wollen. Kommt das nicht vom Roulette oder sowas? Naja, also es gibt Leute, die probieren Privatier zu werden und die setzen alles auf Rot, aber manchmal scheitern diese Leute, weil die halt wirklich geistig relativ zurückgeblieben sind, sag ich mal so. Wie ist es bei dir? Naja, ich habe die Probleme nicht. Also ich kann so viel verspielen, wie auch immer ich möchte, aber mir wird's immer gut gehen. Weil du Privatier bist. Weil ich Privatier bin, genau, du hast es richtig erkannt. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, Nico. Tim, Nico. Tim. Ron. Und dieser Podcast hier, jetzt mal, worum soll es noch gehen? Wie verdienst du wirklich dein Geld? Ich bin Privatier. Boah, ich sehe dich die ganze Zeit auf... Jetzt. Denkst du, ich laber hier irgendeine Scheiße oder so? Jetzt mal ernsthaft. Bro, du bist die ganze Zeit, Digga, auf Twitch bist du die ganze Zeit irgendwie am Verzocken von Cash. Als ob Julian so deep Pockets hat, dass er dir alles zahlt. Ich bin ja Privatier, Julian nicht. Der hat ja mit der ganzen Sache nichts zu tun. Nein, jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Also dieses Geld, was ich da verzocke, das hat unter keinen Umständen irgendwas mit den Finanzen von Julian zu tun. Wirklich nicht. Also der unterstützt auch Casino, ja klar. Ich meine, Julian unterstützt Casino, das ist ganz klar. Ja? Der unterstützt das. Ich nicht. Ich mache das einfach nur in meiner Freizeit, ja, weil es mir Spaß macht. Und das war's. Ich bin Privatier. Ich kann nicht mehr.
Nee, ist gut. Nee, wirken. Wie ist es also, für dich jetzt als Veganer zu sehen, dass deine gesponserte also, Brand mal, endlich deinen Lifestyle einschlägt? Ich weiß, was du meinst, Nico. Und ich finde, vegan sein, wenn man sich dazu wirklich überzeugen kann, dann ist es einfach so wie, man hat sich dann zu etwas bewegt. Ja? Man ist weltoffener geworden und man will einfach mal etwas Gutes, ja, für die Bevölkerung auch tun. Weil man merkt ja, die CO2-Emissionen, die steigen immer weiter nach oben. Und was bedeutet das? Klimawandel. Und deswegen finde ich Veganität so gut, ja? Weil das ist wirklich so, weißt du, man tut was für die Umwelt. Wie lange bist du jetzt schon Veganer? Ich probiere so Teilzeit vegan zu sein. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich komplett Veganer bin. Ich unterstütze das und ich bin auch oft vegan. Ich kann nicht mehr. Ich kotze die ganze Bibi wieder. Wie oft in der Woche isst du? Ernsthaft. Ich bin 5 von 7 Tagen die Woche vegan. Also, ich finde es auch gut, dass die Firma, mit der ich zusammenarbeite, sich komplett auf vegan umstellt. Ja. Nee, Ron, auf jeden Fall finde ich gut, dass du da den Lifestyle von deinem Geschäftspartner auch mit einschlägst. Ey, aber diese veganen Salami ist der Burner, Alter. Ja. Wie heißt der Name? So grad. Beef Bar. Wie ist so dein Take zu 180.000 Euro im Monat verdienen? Wie viel? 180.000 Euro im Monat. Das ist ganz nett, ja. Also 180.000 im Monat. Also mal 180.000 Euro im Monat. Mal? Haben wir Krepppapier hier irgendwie so? Nur Kautschuk. Also nee. Also setz dich hin. Nee, nee, Jim, bring ihn. Ja, alles gut. Alles okay. Haben wir erledigt. Ist cool, ja. Also so bring ihn trotzdem bitte. Ich danke dir. Ludwig, kannst du mal im Kühlschrank noch schauen, ob wir ein eisgekühltes da haben? Hey, aber wo sind wir stehen geblieben? Bei mal 180.000 Euro im Monat. Das ist super. Also jeder, der da irgendwann hinkommt, das mal gemacht hat? Das mal gemacht hat? Naja, der einfach so... Ich muss jetzt ganz tief runtergucken als Privatier, weil ich muss mich erstmal in diese Lage versetzen, wo ich halt diese Geringverdienersumme verdient habe. Aber so 180.000 ist schon nicht schlecht. Ist okay, ja, ist cool. Kannst mal nach Mykonos. Und ja, nach Sardinien. Und nach Saint-Tropez. Du fickst mich. Nee, aber ich finde es hier super entspannend. Ja, ich sitze auch richtig bequem. Hast du weitere Fragen? Danke auch, dass ich da sein darf. Freut mich hier im Podcast. Du, Nico hilft mir gerade eine Menge. Nein, aber jetzt mal im Ernst, wie. wann sehen wir dich wieder trainieren? Ich trainiere jeden Tag. Also nicht jeden Tag, aber jeden Tag, also täglich. So jeden Tag. Und wenn es manchmal, wenn der Tag kommt, wo ich mir so sage, ich trainiere nicht, dann trainiere ich den Tag darauf täglich. Aber es gibt immer diese Tage, wo ich mir dann denke, ich trainiere nicht, aber dann trainiere ich halt wöchentlich so. Wöchentlich, täglich. Das ist dieses eine System da von dem einen, ne? Genau, das ist von Dings, das ist das 380-Grad-Programm. Wie hieß der nochmal? Ich bin da.
Also ich genieße voll und ganz, also mit euch hier wirklich heute zu sitzen, in dieser Konstellation ist wirklich einfach nur... Du bist da, oder? Hammermäßig, ja. Du bist hier. Wie viel Geld gibst du im Monat für Energy Drinks aus? Energy Drinks? Das ist eine sehr gute Frage. Also wie gesagt, ich habe halt dieses super Supplement-Unternehmen, nennt sich Rocker Nutrition, und die werden gerade vegan und die haben auch einen Energy Drink, der vegan ist und der schmeckt halt auch wirklich super. Heißt Swish und den trinke ich halt eigentlich so 8-mal am Tag. Und der ist auch vegan, das ist, also man tut auch was für die Umwelt. Aber ansonsten trinke ich halt meistens immer so, im Club gibt es diesen Energy Drink leider nicht, deswegen trinke ich meistens Wodka Red Bull. So, 20 Mischen am Abend. Rechnen wir das jetzt auf einen Monat runter, sind es so... Wahrscheinlich runter, oder? Viel, sind viel. Ich habe mich verlaufen gerade. 20 mal 30 sind... 600. 700 Energy Drinks trinke ich so die Woche. Was denn? Das wäre dann vom Preis her ungefähr. Hm? 1750 Euro. Okay. Ey, du fickst mich. Was denn? Könntest du dir vorstellen, mit dem deinen Arsch abzuwischen? Habe ich schon. Und normalerweise habe ich in dieser Louis Vuitton Tragebeutel meistens immer so Feuchttücher dabei. Aber heute war ich so im Stress. Und weil Privatier hast du dich halt, das halt nicht so jeden Tag, dass du mal zu verrückten Leuten nach Stuttgart kommst. Und dann habe ich probiert, mich mal so kurz so in dich und in deinen Kopf hineinzuversetzen. Und plötzlich sind bei mir diese Napsen durchgeschlagen und ich habe einfach gecheckt, ich muss mich beeilen, weil ich darf das hier alles nicht verpassen. Dadurch habe ich meine Feuchttücher, ja, so muss ich mir mal den Arsch ab. Ich nehme auch keine, ich nehme kein Papier. Ich nehme wirklich nur feuchtes Papier, weil damit wischst du dir halt. Und das Coole ist, wenn du dann wirklich fertig gewischt hast, dann ziehst du dir so die Unterhose wieder hoch und dann hast du noch diese leichte Feuchtigkeit. Und ich liebe es, nee, und no joke, ich liebe es, wenn Frauen mein Arschloch lecken. Und so, somit habe ich immer dieses Gefühl, dass wie eine Feuchtigkeit an meinem Arschloch steckt, ja. Und das ist einfach. Denkst du, dass es einen Zusammenhang hat, dass wenn man als Kind früh mit Feuchttüchern seinen Arschloch wischt? Bei mir wischt, ist es genauso und ich find's übel wack. Fühlst du das? Nee, null. Wie sieht es dann ungefähr aus, wenn du dann dazu, sag ich mal, ansetzt? Na, er setzt ja nicht dazu an, er macht ja so. Ich lass es ja machen. Ja, zeig mal. Guck mal, man macht halt Folgendes. Man macht halt den hier. Mhm. Ja, und du musst halt halten. Deswegen ist auch immer der Bizeps gefragt. Du musst halt halten. Verstehst du? Und hier kann ich das gerade nicht so gut vorführen, weil diese Couch halt scheiße ist. Aber. Bin ich bei dir? Aber man legt dann so seinen Kopf zurück und man fängt einfach nur noch an zu genießen und alles andere klappt von alleine. Und manchmal musst du halt so ein bisschen gröber so dagegen drücken, damit deine Partnerin oder deine Partnerin das halt versteht, weißt du? Dass sie da halt mehr machen muss. Okay. Was hältst du davon, dass Nico das nicht mag? Also ich sag mal, hast du es schon mal ausprobiert? Ich hab's noch nicht ausprobiert, ne. Aber das Problem ist, morgen ist ein super Tag für uns. Morgen ist ein guter Tag. Morgen ist ein super Tag. Morgen ist Dienstag und morgen werden wir. Morgen ist Mittwoch und morgen Donnerstag werden wir das ausprobieren, wir beide gemeinsam. Und ich werde mit dabei sein. Ich werde das Ganze moderieren. Und ich werde einfach nur zugucken, dass es dir einfach gut gehen wird. Wird die Frau anfeuern? Naja, ich werde ihn anfeuern. Du wirst mich anfeuern, mir das Arschloch lecken zu lassen.
Genau. Ganz kurz, hast du einen behaarten Arsch? Nee, ich rasiere immer. Ja, ich rasiere nämlich nie. Bei mir ist dann aggressiver Urwald. Achso, nee, aber guck mal, du bist doch... Welche Sachen sind dir peinlich, Nico? Peinlich? Peinlich. Ja, warst du schon mal in einer peinlichen Situation? Noch nie, nee. Noch nie? Nee. Na dann ist Donnerstag der Tag, wo du weiterhin sagen wirst, mir war noch nie etwas peinlich, weil ich werde dabei sein. Okay. Ja. Bei dir? Ich bin Privatier, deshalb nein. Ob mir was peinlich war? Eigentlich nichts, bis auf die letzten 30 Minuten. Achso, also Leute, ich würde einfach mal sagen, Nico wird sich das Arsch auch lecken lassen die Tage. Pass auf, dein Finger fällt gleich runter. Hm? Hallo? Justin, ich bin willkommen, Opa. Das habe ich gesehen bei Aaron. Was denn? Dass du erzählt hast, dass du mit einem Homie dieses mit dem Morgen. Achso, ja, aber weißt du, was das Problem ist? Nee, jetzt wirklich. Also, ich habe da keine Scheiße gelabert, ja, wo der bei mir zu Hause war. Der hat mich wirklich genervt so an dem Tag. Ja, weißt Aaron, du, muss ich halt mal vorstellen, ich liege um 5.30 Uhr, träume gerade davon, mir von einer Frau das Arschloch lecken zu lassen und dann klingelt es bei mir. Und dann kommt Aaron Troschke mit zwei anderen Männern mit Kameras bei mir zu Hause rein und ich stehe da in Unterhose und Latschen. Und der will dann von mir entertaint werden. Das Gute ist, ich bin Privatier, ich kann das gerne machen, aber es war trotzdem abgefuckt, verstehst du? Und dann kommt er halt bei mir ins Schlafzimmer und guckt sich da um und fragt mich, was macht dieses Walkie-Talkie hier? Verstehst du? Und dann musste ich ihm halt die echte Geschichte erzählen und so war es einfach. Also mein Kollege und ich, wir dachten uns, ey, wir sind voll clever und holen uns diese Walkie-Talkies, weil die sind einfach, wie nennt man das? Die sind nicht auffällig. Verstehst du, was ich meine? Die sind nicht auffällig. Wenn da so ein Walkie-Talkie liegt, dann denken die Leute, ich arbeite beim Sicherheitsdienst, wo ich einfach mal so reingehen, anfunken kann und sagen kann, Justin, ich bin gekommen, over. Und dann weiß mein Kollege, mir geht's gut. Und darum ging's mir einfach nur. Wo wohnt denn der Kollege? Luftlinie circa 11 Kilometer entfernt. Und deswegen ist dieser ganze Plan auch nicht aufgegangen. Dann, gut, dass es da liegt. Gibt's hier auch noch irgendwie in der Nähe so Räumlichkeiten, dass wir das vielleicht miteinander so probieren könnten, so mit diesem Funkgerät? Wir können es gerne am Donnerstag probieren. Machen wir das am Donnerstag, oder? Ja. Haben wir hier irgendwie so ein Elektronikfachgeschäft in der Nähe, dass wir uns da irgendwie irgendwas organisieren könnten? Meinst du? Ich habe auch eine super hübsche Assistentin, die macht das. Echt? Ja, ja, klar. Wieso habe ich nicht gesehen? Ich halte die ein bisschen versteckt. Schlau. Die muss nicht alles sehen. Gut. Danke fürs Zuschauen, Leute. Danke fürs Zuschauen. In diesem Sinne. Tim, Nico, du hast schon ausgetrunken, ne? Wie immer. Muss noch fahren. Ich auch. Jungs, jetzt müsst ihr noch ernste Fragen beantworten. Okay, dann frag doch mal. Wann hast du auf zu trinken? Was? Wann hast du auf zu trinken? Ich trinke nicht mehr. Nee, du sagst doch gerade zu mir ernst beantwortet Fragen. Und du fragst mich gerade, wann hast du auf zu trinken? Ich habe aufgehört. Ich trinke nur noch Bier. Weil bei uns, guck mal, ich bin ja Pole. Ich weiß nicht, ob das viele wissen. Ich zeig das mal. Also das ist mein Impfpass, den habe ich bei eBay gekauft. Und das ist mein polnischer Pass. Den habe ich wirklich vom polnischen Staat ausgestellt bekommen, weil ich Pole bin. Und, hast du einen deutschen Pass auch? Einen deutschen Pass habe ich nicht. Und ich bin somit bin ich vollkommen polnischer Staatsangehöriger. Und bei uns in Polen ist Bier kein Alkohol. Somit habe ich aufgehört.
Wie viel Bier trinkst du so in der Woche? Sorry. Danke, Mann. Was hast du das gesagt? Danke, Mann. Du trinkst wie ein Loch, Digga, als wir letztes Mal auch schon gesprochen haben. Wie ist das jetzt? Gesundheit. So 10 Bier am Tag. Du bist rotzevoll schon hergekommen. Manchmal 12? Nein, ich war nüchtern. Ich bin da reingekommen und da war noch so ein super cooler Kollege von euch, der das auch sehr gefühlt hat. So, ich bin reingekommen und ich habe dann so ein bisschen meine Lendenwirbelsäule so vorgezeigt. Dem war das irgendwie alles zu viel, der hat dann nichts mehr dazu gesagt. Aber du hast mir irgendwie in der Situation nicht geholfen. Und du dachtest anscheinend, dass ich voll bin, aber ich war einfach nur als Privatier in einer Situation, wo ich nicht weiter wusste. Das haben Privatiere auch so. Also nicht falsch verstehen, wir sind jetzt nicht Zeus oder Hades oder Poseidon oder sowas. Verstehst du? Aber wir haben auch unsere Probleme. Und bei mir ist es halt ganz stark die Lendenwirbelsäule. Und das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum ich hier bin. Weil bevor ich mit Nico am Donnerstag halt... euch gegenseitig das Arschloch lecken wollte? Nicht gegenseitig, sondern ich fehle da schon was Kreatives und was Gelassenes ein. Aber bevor das halt der Fall sein wird, brauche ich nochmal deine Hilfe, damit bei mir halt wirklich alles flüssig funktioniert. Weil wenn ich hier manchmal nur mein rechtes Bein funktioniert auch, man kann manchmal auch nur das rechte Bein anheben, aber dann kriege ich hier Schmerzen im Lendenwirbelsäulenbereich. Und ich weiß nicht, woran es hier liegen hat. Das werden wir dann am Donnerstag herausfinden, woran das liegt. Okay. Aber wir müssen das am Mittwoch machen. Weil am Donnerstag haben wir die Sause. Die Sause. Genau. Gut. Warte mal. Bro, was ist da gekommen? Nein, das Problem ist, ich liebe so einen Podcast, ja, und ich gucke bei dir auch jeden einzelnen, ja. Aber ich habe langsam so dieses Nikotinverlangen. Also ich habe keine Sucht. Ja. Privatiere sind unabhängig. Aber so eine rauchen ist manchmal schön. Und Tim, weißt du was? Ich will einfach, wo bin ich gerade hängen geblieben? Ich wollte gerade irgendwas sagen. Du willst eine rauchen? Ich wollte eine rauchen, genau. Und ich liebe diese Podcasts dieser Art. Aber, warte, irgendwo bin ich stehen geblieben. Ich gehe noch mal kurz nach hinten, damit ich mich noch mal erinnern kann. Ja. Also bleibt einfach so, wie ihr seid. Ich habe es irgendwie vergessen. Tatsache, ich habe es irgendwie vergessen. Ich weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Wann kriege ich mal wieder was von Ola Kala zugeschickt? Wenn immer du möchtest, Bro. Weil ich weiß noch, einmal hatte ich so ein T-Shirt von euch und dann kam so eine Frau, die war so 55 und die hat so gesagt, hey, wo hast du dieses T-Shirt her? Und ich habe dann gesagt, von hier, mein Kollegen Tim und von Nico, die hat dann so gesagt, so, sind die auch frei, also Single? Ich meine, ja klar. Ich nehme dich irgendwann mal mit nach Stuttgart. Problem war, die hat dann bei mir in die Ecke gekotzt, aber so richtig krass. Und dann habe ich so gecheckt, okay, vielleicht besser nicht. Das ist eine Frage, die ich tatsächlich an dich habe. Du stehst mittlerweile eher auf Ältere, oder? Echt? Schon immer. Weißt du wieso? Weil ich sag mal so, ich hatte so ein, zwei Mal 25-Jährige, so ein, zwei Mal. Und da war dieses Problem, und da habe ich auch Zeugen. Also das ist jetzt wirklich keine Scheiße, weil diese Jungs werden wahrscheinlich auch diese Episode von Tim G, Nico und Ron B sehen. Ja, die werden diese YouTube, und die werden es zu 100% fühlen, was hier gerade von mir erzählt wird. Ich saß mal zu Hause und damals habe ich auch so, noch so Shisha geraucht, ja. Ich habe diese Shisha so geraucht und dann plötzlich hat es bei mir geklingelt und ich war halt nach dem
Partyabend, ja, so voll verschwitzt, so meine Achsel hat nicht so gut gerochen wie sonst. Und dann hat es bei mir geklingelt und ich habe so gesagt, ey Jungs, so, wer kommt denn jetzt noch? Warum sagt ihr mir nichts, dass noch jemand hier vorbeikommt? Wir haben keine Ahnung. Ich sage, verarscht mich nicht. Und ich gehe gerade ins Badezimmer, ja, so kurz so, geht noch so, für Männer geht noch. Ich fühle mich da nicht schlecht oder so, aber von der Frau wäre es mir auch unangenehm gewesen. Komme ich so raus und dann steht da jemand so an meiner Klingel und das war mein Kollege und er sagt so, ey, das ist eine Frau. Ich sage so, verarscht mich nicht. Und ich höre so im Treppenhaus, High Heels. Aber so High Heels, richtig laut. Steht eine vor meiner Tür mit einem Abendkleid, macht auf und steht in Dessous vor mir. Und ich lasse sie rein. Kannst du kurz so machen? Und ich lasse sie rein und sie steht in Dessous vor mir. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich habe meine Shisha weiter geraucht. Und sie ist dann irgendwann gegangen. Und es ist wirklich, also viele werden sich jetzt fragen, ist diese Geschichte wirklich so passiert? Oder war es eine Illusion? Aber diese Geschichte ist wirklich so passiert. Glaubst du mir also das? Du hattest keinen Bock, die zu bumsen, weil die dir zu jung war? Einmal das und weil ich... Nur das, genau. Ja, aber du hättest dich ja kurz frisch machen können. Ich war frisch. Aber warte mal ganz kurz. Aber diese Frau war 25. Warte. Warum steht eine Frau mit in Dessous einfach vor deiner Haustür und warum ist mir das noch nie passiert? Sehr gute Frage. Wenn du meine Frau an deinen Allerwertesten ranlässt, dann wird sie verrückt nach dir. Aber das bringe ich dir noch am Donnerstag bei. Und dann will sie immer wieder mehr von dir. Und weißt du, was aber auch passiert ist? Hm? Um ganz ehrlich zu sein, sie hat mir so 1,5 Stunden vorher geschrieben, wo bist du? Und ich habe geschrieben, zu Hause, ich mache einen chilligen. Also es war chillig. Aha, okay. Jetzt aber ich hab das schon einmal mit ihr alles komplett durchgemacht. Und dann wollte sie halt mehr. Jetzt wird die Geschichte langsam klarer. Das kam nämlich gerade so rüber, als würde irgendeine random bei dir vorbeikommen. Und ach so, nein, sie kannte meine Adresse, sie war auch schon mal bei mir. Erzähl mal bitte immer die wahre Geschichte, okay? Ist doch die wahre Geschichte. Bitte erzähl mal auch die ganze Geschichte. Die ganze, komplett? Nee. Wie, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind durch. Tim, danke für diesen hervorragenden Podcast. Wir sind nicht fertig. Doch, wir sind durch. Nein, Mann. Ich muss heim. 2 Stunden, locker noch. Bro, also Stunde ist top. Unter 45 Minuten können wir es nicht podcasten. Ne? Lass doch noch so. Ich würde jetzt ganz mal gerne kurz einen rauchen. Lass doch. Du hast aufgehört mit dem Rauchen. Trink noch ein Bier. Komm, wollen wir Hälfte-Hälfte machen? Nee. Brüderlich? Nee. Ich muss erfahren. Was hast du noch für Ziele für die Zukunft? Was das motiviert ist eine dich? Sehr also was mich motiviert und was meine Ziele im Leben sind, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas würde dich doch antreiben. Genau. Was treibt dich? Was schiebt dich? Weißt du, was mich schiebt? Ich will lange Haare haben. Darauf arbeite ich. Willst du wirklich lange Haare haben? Ja. Also so, aber so richtig lange Haare? Ja, so, dass ich wirklich so den machen kann, verstehst du? Also mit Zopf. Wieso schneidest du nicht die Haare, Bro? Mache ich. Ich lasse mir die Spitzen schneiden. Ach, die Leute verstehen das alle nicht. Bro, du siehst aus wie Roberto Gazzinis verlorener Sohn, Digga. Wer ist Roberto Gazzini? Also ne, ich muss wirklich sagen, ich feiere die Frisur, weil die gibt dir so eine ganz eigene... Das ist eine Privatierfrisur. Die gibt dir eine ganz eigene Art. Also ich finde, das war schon so ein, also so habe ich mir immer Podcasts vorgestellt. Ja? Also wenn ich mal bei dir einen Podcast reingeschaut habe, dachte ich mir immer so, ey, diese Leute, die labern wirklich nur Scheiße, oder? Ja, ist übel langweilig, ne?
Naja, was heißt langweilig, aber es ist einfach nicht so. Also ich habe mich immer gefragt, wenn da jetzt so ein Arzt herbeikommt und der sagt so, Fieber ist wie Husten, da habe ich mich immer gefragt. Genau. Ja. Was hast du dich denn gefragt? Was habe ich mich gefragt? Was hast du denn gefragt? Wo? Was? Wenn Fieber wie Husten ist. Was ist Fieber wie was? Wie Husten. Warum ist Fieber wie Husten? Gott Hilfe! Ich raff mich, sorry. Nico, wollen wir einen rauchen gehen? Ja. Soll ich Abmoderation machen? Ja. Komm mal. Oder brauchst du noch irgendeine Frage so? Hey, ich hab mal probiert, Bier durch die Nase zu trinken und ich probier's nochmal, okay? Nein, Digga, nicht. Warum? Mach nichts dreckig, dann kannst du machen. Okay, warte, ich mach nichts dreckig. Oh nein. Ich probiere das jetzt, okay? Das ist ein Podcast. Pass auf. Warte, geh nur weg von der... Hat's geklappt? Ja, Mann, es hat geklappt. Aber ohne Spaß, es hat voll geklappt. Digga, das war so ein Erlebnis, das habe ich noch nie zu spüren gekommen. Wirklich? Ich würde nächstes Mal probieren. Hey, mach das mal auf. Ich würde nächstes Mal probieren, ein Bier durch deinen Arschloch zu trinken. Habe ich schon Frauen gemacht, Digga. Das ist auch so ein Songtext in meinem Song von mir. So eine. Warte, ich probier's nochmal, okay. Ja, na gut. Doch, eine Sache habe ich. Stimmt, welche Sache? Was hatte ich gerade noch? Bro, ich bin so müde. Du hast angefangen, Casino zu streamen, Bro. Genau. Wieso? Ich sag dir ganz genau, wieso. Weil als ich 4 Jahre alt war oder 5. Nee, das ist jetzt eine Geschichte nach wahrer Begebenheit, ja? Ja. So, alle gerade. Mein Papa, der war immer mal gerne in Kneipe unterwegs, so wie ich, weil ich habe so ein bisschen seinen Zepter übernommen. Und wir waren da mal mit, als ich 5 war, in so einer Kneipe, in so einer polnischen Kneipe in Berlin. Und er war dann so am Automaten und ich durfte es immer drücken. Also ich habe so das Cash, dann irgendwann war ich schlau. Ich war wirklich immer der clevere Kopf in der Familie. Und ich habe zu ihm gesagt, Papa, wir gehen gerade runter, wir müssen aussteigen. Und dann habe ich den Zwanni genommen und den habe ich dann geschenkt bekommen. Und das war dann auch die Zeit, wo ich Privatier geworden bin, weil ich halt so schlau war, verstehst du? Und ich habe halt in den Kneipen die Automaten ausgeräumt, obwohl ich nicht 18 war. Naja, und jetzt mache ich einfach das, was ich gerne mache. So. Was? Shisha trinken, Twitch. Nee, Shisha rauche ich nicht. Ich habe noch nie Shisha geraucht. Wie kommst du darauf? Auf jeden Fall, ich trinke gerne mal ein Bierchen, aber es muss eisgekühlt sein, weil heute bin ich ein bisschen enttäuscht. Also, guck mal, berühr das mal. Boah, merkst das ist übel kalt, Digga. Merkst du es? Berühr das mal. Das ist kalt. Ich rauche auch gerne. Ich mache gerne manchmal Sport. Ich achte auf meine Lendenwirbelsäule. Und ich spiele gerne Casino. Online-Casino. Manchmal aber auch gerne Blackjack so am Tisch mit so Asiaten. Aber meistens halt so Online-Casino. Die sind immer cool, weißt du, weil du bist dann so dran und von denen kannst du was lernen, verstehst du? Wirklich jetzt. Und halt Blackjack oder halt Online-Casino. Und Online-Casino ist super cool, weil da hast du halt viele Slot-Maschinen und so immer so neue Sachen. Du hast da so Gladiatoren oder so Algen, wie Knossi immer so gerne sagt. Hier, Razor Shark heißt das Spiel. Oder du hast Book of Dead, Legacy of Dead, Book of Olympus. Was? Sprichst du fließend?
Fließend auf German, genau. Gibt's auch das Spiel. Polnisch. Gibt's auch. Also wie hast du schon verzockt? Ich bin im Online-Game, würde ich sagen, so plus. Wie viel? Minus null. Plus. Also, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht so der Freund von Zahlen, aber dadurch, dass ich halt Privatier bin, interessiert das mich auch nicht, Scheißdreck, ob ich da Geld verspiele oder nicht. Also, es ist für mich immer nur der Anreiz, wenn ich halt so gewinne, verstehst du? Weil dann habe ich wieder ein Ziel im Leben so und dann weiß ich, ey, cool, ich habe was erreicht. Auf wie viel spinnst du? Meistens 10, oft 20. Am liebsten alles. Vernünftig. Schlau. Was war dein höchster Gewinn? Mein höchster Gewinn, den habe ich gestern gehittet. Der war 7.000 Euro. Bei The Sword and the Grail. Und du musst dir aber mal vorstellen, ja, du bist da drin und diese Schwerter flattern da rein. Und das ist wie so ein Feeling, weil deine Eier fangen an zu kitzeln. Und dann kommen die da rein ins Bild und dann hast du im besten Fall 3 Schwerter, aber im optimalsten Fall 4 oder 5. Und ich habe 4 bekommen und dann wurde ich Ritter der Tafelrunde. Mit x100 bin ich da richtig hochgekommen. Komm, wie du seine Augen leuchten. Auf 10 Euro Einsatz. Ich hab da 7.000 gehittet, Alter. Und es war einfach nur noch so hammermäßig, weil ich wusste, es wird noch weitergehen. Würdest du sagen, du hast ein Problem? Nö, eigentlich geht's mir relativ gut. Also immer, wenn ich morgens aufstehe, das fragen mich auch immer viele Leute so, ob ich irgendwie süchtig bin in vielen Hinsichten. Also ob Alkohol oder irgendwelche Drogen. Ihr habt mich ja auch gerade gefragt, ob ich schon irgendwie Drogen genommen habe oder ob ich glücksspielsüchtig bin. Aber nein, wenn ich morgens aufstehe, gucke ich mir tief in die Augen im Spiegel und ich sage mir immer so, Ron, du bist es. Wieso bin ich es? Einfach nur, weil ich weiß, ich bin ein geiler Typ, ja. Mein Penis ist auch nicht zu klein, der ist perfekt. Ja? Meine Eier sind auch immer voll geladen. Und wenn ich dann ganz tief reingucke, dann war es das auch wieder schon. Weil das reicht mir. Was hast du sonst für Drogen genommen? Außer Alkohol und Gras? Außer Alkohol und Gras. Aber Alkohol ist doch keine Droge, oder? Nein, Alkohol ist gechillt. Gechillt. Ist wie Kaffee. Ja. Aber Gras, also so geraucht habe ich mal so auf Partys. So 1, 2 Züge und dann war das so wie ein Privatier nicht würdig. Genauso wie mit dem Hash Brownie in Tulum. Und das war es dann auch schon. Sonst nichts? Ah doch, MDMA einmal noch in Tulum, so letzter Abend. Aber davon erinnere ich mich nicht mehr so wirklich. Und das war es ja. Sonst nichts? Da hat man so irgendwie so gemacht, so. Sonst nichts? Sonst nichts, nein. Labe kein Scheiß. Ja. Also dieser Hush-Brownie, ab und zu mal Gras und einmal dieses MDMA. Du labe Scheiße. Warum? Als ob du nicht noch mehr genommen hast. Denkst du, ich bin kokainsüchtig oder was? Hab ich zu nicht gesagt. Ich werde aggressiv immer in meinen Stream schreien, manche so, ey, der hat sich gerade die Nase gepudert, ich bann die immer weg. Wirklich? Ich verstehe nicht, was die Leute sich so... Aber ich finde, du kommst jetzt nicht rüber wie so ein Kokse. Ne? Dazu bist du zu ruhig. Ja. Kommst rüber wie ein Alki. Ja, du kommst rüber wie ein Alki. Und das bist du auch. Wer ist Alki? Ist ein Freund von euch? Ja. Du bist unser Freund Alki. Achso. Ja, ey, mega cool. Ja. Nein, aber wie geht's dir, Bro? Wie geht's dir? Es ist dein Podcast. Wie geht's dir? Komm, erzähl doch mal. Mir geht's gut. Aber was heißt gut? Komm, erklär doch mal dieses gut. Ja? Weil egal, wen du fragst, jeder sagt immer, mir geht's gut. Aber du musst doch mal nachfragen. Ich meine, dieses gut, damit kann man sich doch nicht zufrieden geben. Wenn du jetzt mir sagst, mir geht's gut, ich gebe mich damit nicht zufrieden. Ich will mal ein bisschen mehr wissen. Was ist gerade bei dir los, dass es dir gut geht? Ich hinterfrage. Hast du heute von 3 Frauen gleichzeitig eingeblasen oder warum geht's dir gut? Ich habe leider nicht von 3 Frauen gleichzeitig eingeblasen bekommen, deswegen geht's mir nicht gut. Aber warum? Du sagst doch gerade, dir geht's gut. Wieso? Ich habe gelogen.
Scheiße. Wie kann ich dir helfen? Donnerstag. Ach, du bist dabei Donnerstag? Klar. Na dann, ey, dann lass doch mal. Wir können auch Donnerstag auf Montag verlegen. Warum auf Montag verlegen? Weil es morgen ist. Wir könnten auch. Warte, bevor du wir sprichst. Wir könnten auch jetzt losgehen. Wir könnten auch jetzt diesen Podcast hier beenden, damit Nico endlich mal seine Zigarette rauchen kann, weil der wird schon ganz hibbelig mit seiner Kette da. Ja? Ja, das stimmt. Und dann? Und dann können wir weitergehen. Okay, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. So, bester Podcast der Welt, wa? Das war der beste Podcast, den ich in meinem Leben gedreht habe. Bruder, ich dachte noch so, okay, wir machen ein bisschen Scheiße, dann kann ich noch das ein oder andere so halbwegs ernste fragen und dann ist es so ein bisschen Ding. Wir landen so bei einer Stunde, dann ist es so, boah, das stinkt eklig, ne? Alter, das riecht ganz komisch. Kann ich das abmachen? Ja, wir sind fertig, komm.